Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 64. Ja, nach ungefähr einer Stunde oder nach vielleicht eineinhalb Stunden habe ich ja es herausgefunden. Ich spiele das ja im Emulator und da kann man eigentlich nicht hochgucken. Und dann habe ich die Knöpfe so eingestellt. Genau, und dann kann man hochgucken. Boah, und das hat eine Stunde gedauert. Ich habe erstmal... Boah, ich bin hier so am Schwitzen. Ich glaube, ich schneide jetzt, hol mir eine Wasserflasche und let's play dann mit einer Wasserflasche hier neben ihr weiter. Okay, übertreiben muss ich es auch nicht. Also ich erzähle euch die Geschichte. Ich spiele es ja bei Project 64 und da muss ich erstmal die ganzen Knöpfe einstellen. Hab erstmal gegoogelt, wo man die Steuerung einstellen kann. Dann habe ich gegoogelt, wie ich in den Himmel gucken kann. Dann muss man die Knöpfe einstellen. Dann jetzt habe ich es geschafft. Herzlich willkommen! In diesem Kurs kannst du den roten Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du ihn in allen roten Blöcken Federkappen finden, mit denen du fliegen kannst. Und genau das brauchen wir für den vierten Stern im ersten Kurs. Deshalb habe ich auch letztes Mal nicht den vierten Kurs gemacht, genau deswegen. Oh Leute, ich habe es endlich herausgefunden. Benutze den Dreisprung, um den Flug zu starten. Die Kontrolle funktioniert wie bei einem Flugzeug. Oh, sorry. Ja, ich habe noch nie ein Flugzeug gesteuert, deshalb habe ich auch keine Ahnung, wie die Kontrolle ist. Danke, Spiel. Bewege den... Scheiße, den Analogstick. Also. Ah, okay. Das ist doch geil. Das fühlt sich geil an. Oh, rote Münzen. Oh mein Gott. Gibt's hier auch einen Stern oder was? Was ist los mit dem Spiel hier? Ach, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh nein! Was ist los mit meinem Leben? Okay, ich kann noch mal rein. Wie mache ich das? So mache ich das. Das ist so ein geiles Gefühl, endlich mal in den Himmel gucken zu können. Und bam. Ah, hier kommt dann wohl der rote Münzstern. Dreiersprung, hast du gesagt. Okay. Oh ja. Oh. Nein, anders, anders, anders. Thomas, anders. Fliegst du denn hin, Ma? Hä? Oh, ich komme gar nicht klar. Ich bin einfach so froh, dass ich endlich in den Himmel gucken kann. Ich bin so froh. Ich dachte erstmal, ich muss das Let's Play abbrechen, weil ich es am Emulator nicht kann. Ja. Geil. Ich würde jetzt gerne die beiden Münzen hier einsammeln. Geht das? Kann ich sie beide gleichzeitig? Ja. Das war nicht so... Warum? Es fliegt nicht die ganze Zeit raus. Moment mal. Und dann ist es weg. Okay. Okay, das Spiel trollt mich. Sag mir jetzt nicht, dass du von da aus nicht gucken kannst. Scheiß Fucker, Mario, Alter. Boah, danke. Rote Münz. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wo bin ich? Nein! Boah, Leute, ich bin echt zu dumm. Wir sehen uns gleich. Okay, ich habe den roten Schalter aktiviert. Weil, damit wir das hier machen können. Okay. So, und jetzt da hoch, da. Hoch, da, hoch, da, hoch, da, hoch, da. Damit nicht. Warum fliegst du auch nicht hoch, wenn ich sie sage, Mann? Alter, ist so nervig, der Typ, ey. Der macht einfach überhaupt nicht das, was ich sage. Mann. Guck mal, ich drück nichts und der fliegt, wie er will. Das ist doch nicht zu glauben, ey. Mann. Ich habe mir jetzt hier ein Safe State gesetzt, weil ich das irgendwie nicht steuern kann. Mann, jetzt mach doch mal das, was ich sage. Hallo.
Mach bitte das, was ich... Leute, Alter. Ich hasse es, wenn er nicht das, was ich... Wenn er nicht das macht, was ich ihm sage. Und das macht er in ganz vielen Spielen. Ey, ich drück doch ganz Zeit was anderes. Ich drück nach oben. Das ist Sturzflug, mein lieber Freund. Und nicht das hier. Bis gleich. Ich möchte euch kurz was zeigen. Und zwar, dass der hier total spinnt. Ich drücke nichts. Und er macht von alleine, was er will. Der fliegt nach unten. Und dann fliegt er wieder hoch. Total komisch. Ja, ich habe Folgendes herausgefunden, dass man da wieder rein kann. Hallo? Mario? Oh. Und zwar, dass man dann so die roten Münzen einsammeln soll. Indem man diesen gelben Münzen hier folgt. Ich dachte, das muss man in einem Ding machen. Komm, bitte. Yes, 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 yes. Ich setze Safe States, weil mir das ansonsten zu doof ist, dann hier nochmal rumzufliegen und die Kappe zu... Fuck. Ungefähr deswegen. Okay. So, ja, 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 ja. Komm schon. Ich weiß aber, ich bin gerade mit den Nerven am Ende, weil ich sitze ja hier schon richtig lange und... Boah. Komm schon. Ja. Ich hatte sie, ich hatte sie, ich hatte sie. Ja. Nein. Ist doch unfassbar. Ja. Leute, wir haben es geschafft. Boah, yes. Ja, da, 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 da. Flieg und... Naja. Okay. Endlich. Endlich ein Weiterkommen. Boah, ich sitze hier schon so lange, ne? Nur wegen dem roten Schalterpalast. Aber es geht direkt weiter. Mit dem Leiden. Wreck. Denn. Aber ich hoffe, das steuert sich nicht so scheiße wie vorhin. Aber, also bei den roten Münzen hat sich das gut gesteuert. Aber ich denke, das wird schon. Durchfliege alle Münzenringe. Das haben wir ja, letztens haben wir ja ein paar Münzenringe durchflogen. Indem wir die schrecklichen 100 Münzen da gesammelt haben. Tut mir nochmal leid, dass das so ein scheiß Part war. Aber, nun ja. Kann man nichts machen, du. Jetzt sollten auch keine Probleme mit dem Gucken mehr und so im Let's Play sein. Also ab jetzt wird's so richtig geil, finde ich. Aber es wird schon ein cooles Let's Play. Obwohl schon der 6. Part ist oder so. Okay, der 3. Part war schrecklich. Ah, nein. Oh Gott. Endlich mal wieder chillig hier. Okay. Aua. Scheiße. Okay, ich schließe kurz an. Warte. Ah, Gott. Ihr hört mich noch ganz gut, weil ich ein Headset anhab. Und das Mikrofon ist sozusagen immer bei mir. Und Kabel her. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Und so, Laptop. Jetzt musst du Ruhe geben. Okay. Und rein da. Okay. Jetzt schießen wir uns auf die geile Insel. Und zwar da. Ja, so ungefähr. Und wo ist der Block?
Da ist er. So. Ach ja. Dreiersprung. Nee, steuert sich ganz gut. Nein, wir haben den einen jetzt nicht bekommen, ne? Ach, komm. Damn it. Damn it. Dann zurück auf die Insel, please. Ach komm, das ist nicht dein Ernst. Oh, weißt du was? Stirb! Ich hasse dich! Drecks. Wir fliegen mal aus dem Kurs. Mal sehen, was da passiert. Also, ich will's mal wissen. Zack, zack, zack. Ah, da kann man nicht durch. Da ist eine unsichtbare Wand. Okay. Dann schießen wir uns halt mit der Kanone da wieder hoch. Meine Fresse. Genau. Genau weg. So macht man das. So. Es geht doch da hoch, Mann. Ach Mann, Alter. Jetzt dreh dich doch so, dass du da hochspringst. Alter! Mann! Okay. Oder wir schießen es einfach auf zur anderen Kanone. Das wäre, glaube ich, schlauer. Habe ich es richtig gemacht? Oh nein, oh shit. Oh, wir haben keinen Schaden genommen. Wie geil ist das denn? Ja, dann können wir wieder da hochlaufen. Nein, Mann. Aber gleich sind da eh wieder Münzen. Und diesmal ist es ja nicht so tragisch, wenn ich sterbe, so wie beim letzten 300 Münzen. Dann ist vorbei mit dem Leben. Oder eher gesagt, dann war vorbei mit dem... Glitch. Bug. Ich konnte mich nicht bewegen, bin auf einmal runtergefallen. Habt ihr diese komischen Töne gehört? What the fuck? Ich schneide jetzt nicht, weil ich kein Schneider-Fan bin. Okay. Und zack. Oh, jetzt schneide ich aber. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ja. Ja, und mir ist eingefallen, ich könnte einfach den Save laden, dann wäre es nicht so anstrengend. Aber ich wollte ja eigentlich ohne Save spielen. Ja, okay. Es tut mir jetzt leid, aber ich bin irgendwie genervt. Angepisst vom Alle. So, Kamera. Erstmal so. Okay. Ich treffe einfach nie den einen Ring, ey. Mann. Oh, dann einfach wieder auf die Insel. Oh, einfach wieder auf die Insel. Dann geht er schon. Ich habe nicht den Safe geladen. Ich schäme mich auch ehrlich gesagt dafür. So, jetzt aber. Komm. Kamera. Mann! Alter! Und mal, kann ich das eigentlich auch so machen? Was passiert, wenn ich mich jetzt schieße und dann... Oh mein Gott! Das geht! So soll man das also machen. Okay. Ab jetzt wirklich keine Saves mehr.
Ich schwöre das hiermit, dass ich ab jetzt keine Saves mehr benutze. Oh Mann! Boah, bis gleich. So. Nein, ich hasse dich! Alter, bis gleich. Oder so, oder so, oder so, aber ja. War knapp. Knapp, knapp, du. Das sind Münzen. Aber scheiß drauf. Boah, du Vollidiot! Das habe ich ernsthaft einen verpasst, Mann! Ist nicht euer Ernst, oder? Mann! Oh mein Gott. Muss ich jetzt alle normal durchfliegen? Oder ist es okay, wenn ich jetzt nur ein I must durchfliegen one? Ist das okay? Oder sagt ihr, nö, du musst normale. Also wenn ich jetzt den ersten durchfliege. So, ne? Okay. Yes! Das waren doch alle. Was willst du denn? Ja, das waren alle. Gibt's da noch einen oder was? Alter. Wo denn? Hm? Wo denn? Ach da. Wie viele gibt's denn? Das würde mich jetzt sehr interessieren, wenn ihr mir mal sagen würdet, wie viel es denn gibt. Ah, okay, jetzt geht's. Ich verstehe einfach mal gar nichts. Wo ist der Stern? Wo ist der Stern? Wo ist der Stern? Ah, da ist er. Da ist der. Und krieg ich ihn? Nö. Oh, da. Oh, lol. Lol. So, der vorletzte Stern des Kurses machen wir jetzt. Ich habe wieder Spaß am Spiel. So langsam. Na, wenn man was schafft. Befreie den Kettenhund. Oh, das ist leicht. Das ist mega leicht. Ich weiß nämlich. Ich kenn die DS-Version. Die habe ich ja gespielt. Die DS-Version habe ich ja gespielt. Und deshalb weiß ich, wie das hier funktionieren soll. Dann machen wir noch einen Sternenpart, weil der ist richtig einfach und geht richtig schnell. Und zwar. Ja. Danke, Kettenhund. Du bist. You are very nett. Okay, das war not very nett. Okay, ich gehe mir erstmal Münzen holen. Weil ich sonst sterbe und ich bin gerade gegen das Mikrofon. Ach, explodier mal bitte. Ja. Die Münze geht aber weit, du. So, dann komm her, Goomba. So. Es müsste reichen. Jetzt gehen wir zum Kettenhund, Alter. Und da bin ich, ja, da bin ich drüber gekommen. Und zwar müssen wir uns einfach, erstmal vom Kettenhund weg. Aua. Das hat's wehgetan. Ich sehe einfach gar nichts, Mann. Was ist das für ein Dreck? Ist doch scheiße, wenn man nichts sieht, ey. Ja, man muss erstmal am Kettenhund vorbei. Dann ist es einfach, ey. Mann! Ah! Dann machen wir doch keinen weiteren Stern im Part. Wenn der Kettenhund will oder mich provozieren will, soll er kommen. Bastard. Und zwar kriegen wir den Stern, der hinter Gitter ist, wenn wir den Kettenhund befreien. Aber er will ja nicht befreit werden. Das ist ja die Sache. Der Kettenhund will nicht befreit werden. So, hier drauf.
Ja, erstmal da drauf. Stell mich hier hin. Ich glaube, dann kriegt er mich nicht. Ne, der kriegt mich nicht. Ach komm, der weiß doch. Ja, Kamera, lol. Mann! Ich mach das nicht. Nö, ich heil mich jetzt nicht. Ist das dein Ernst, Mario? Warum hat er mich jetzt erwischt? Ich hasse es. Hasse es. Mann. Mann. Das ist doch nicht schwer, einfach. Ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Ich habe jetzt eine Taktik gefunden, Leute. Da habe ich doch keinen Spaß mehr am Spiel. Jetzt irgendwie nicht mehr, weißt du. Irgendwie aber auch nur. Bastard. Ja, und zwar habe ich die Taktik, ja, da einmal zu stampfen und dann wieder weggehen. Okay, wir haben schon einmal. Greif mich doch noch öfter an. Komm her! Mann! So, jetzt. Oh, wenn er so schlecht ist. Okay, weg, 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 weg. Heilen, 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 heilen. Da oben ist eine Münze. Da komme ich aber auch hoch, ne? Ja, noch gerade so, du. Du explodierst, Bombe. It's a good job. Bombe. Bomb. Nee, Spaß. Ich bin kein Markus-Nachmacher. Und? Nein! Schnell, 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 schnell! Yes! Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt ist der Kettenhund frei. Er freut sich, macht das Gitter kaputt und springt in die Weltgeschichte. Ja, das ist die Geschichte vom Kettenhund. Und die Geschichte vom... Und die Endgeschichte vom Part. Denn das war's für den Part. Dann, Leute, würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss!